Willkommen zu einem weiteren Ründchen hier bei Lego Harry Potter. Mit den verrückten beiden Zwillingen, die hier, glaube ich, versuchen, die Schule anzuzünden oder irgendwas in der Richtung. Okay, keine Ahnung, was das ist, aber gut. Kann ich hier vielleicht, schau mal, wenn ich hier Licht anmache. Sehr gut, dann bekommen wir das Banner. Das freut mich sehr. Was hat das mit dem Teil auf sich? Okay. Echt jetzt? So ein Blödsinn. Aber cool gemacht. So, hier das Teil räumen wir mal dahin, wo es hingehört. So, dann fehlt bloß noch das hauseigene. Aber das kriegen wir auch noch. Ganz bestimmt. So, die Ritter lasse ich jetzt mal eben in Ruhe. Schwarze Magie habe ich nicht. Das heißt, da können wir nicht ran. Ich hätte echt gern das Teil hier. Aber ich weiß nicht wie. Gut, ich würde sagen, wir gehen hier erstmal rein. Okay, wir bräuchten hier wieder eine Aufgabe, für die man schlau sein muss. Intelligenz. Schwierig. So, hier ist ein Geheimraum. Für den brauchen wir aber die zweite Lampe. Das werden wir wohl hinbekommen. Schwarze Magie haben wir nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das können. Nee, wir sind dafür ganz klar zu dumm. Okay, geiler Stuhl. Ich glaube, wenn, fehlt uns hier noch dieses eine Banner. Und los. Ich schätze, das Banner fehlt, dass wir da durch können. Also hier dieses Wappen. Wir müssten hier irgendwie graben können. Das wäre echt gut. Oder vielleicht doch hier hoch. Ist das möglich? Wie ist das, wenn ich da drauf bin? Warum hat er... Wir haben beide diese Schuhe nicht mehr. Das ist ja natürlich jetzt echt scheiße. Ja. Weiß ich auch nicht. Wo könnte das denn sein? Vielleicht können wir das Teil hier noch zu was anderem zusammenbauen. Nee. Dann ärgern wir die Ritter halt doch. Haben sie Pech. Da müssen sie jetzt durch. Weil auf jeden Fall fehlt Gryffindors Wappen und das kann ich so nicht stehen lassen. Los. So, dann bauen wir den auch gleich wieder zusammen. Kriegen wir was Schönes? Nee.
Er ist bloß nicht mehr ganz so angepisst. So, und jetzt? Bisschen Pilz. Das ist klasse. Ich will hier keine Pilze. So, hier machen wir natürlich auch alles kaputt und immer dann wachsen Pilze. Kriegen wir das Wappen vielleicht gar nicht hier? Aber hier komme ich halt auch nicht weiter. Das hier können wir beides nicht machen. Dass die Spinne das fallen lässt, halte ich tatsächlich auch eher für unwahrscheinlich. Wir müssen auf jeden Fall hier diesen Schalter betätigen, aber wir bräuchten beide. Anders wird das nichts werden. Ich meine, ich kann jetzt hier mal alles kaputt machen. Fraglich, ob das den gewünschten Effekt erzielt. Toll. Es erzielt wohl doch den gewünschten Effekt. Wer hätte das denn wissen können? Ja, und jetzt? Okay. Ich weiß nicht, wie das gerade passiert ist. Aber ganz sicher hatte ich damit nichts zu tun. Und ich bin mir sicher, dieses Ding sollte da eigentlich stehen. Oh. Da ist was offen. Kann ich da rein? Nee. Was ist hier mit dem Bösen? Das geht immer noch nicht. Ja. Okay, hier können wir auch noch mal was bauen. Okay, ich kann also mit K auch praktisch Schnellzugriff machen, so ein bisschen. K ist irgendwie das Ding für alles. Okay, ich habe eine Vermutung. Das wird richtig grandios. Aber wo kriegen wir jetzt den Rest raus? Kann ich außen an diesem Trank gegebenenfalls vielleicht auch irgendwie schlauer werden? Ich meine, kann ja sein. Was hat es eigentlich hier mit dieser Kralle auf sich? Nein, nein, nein. Hier, schau mal. Das Ding. Gut, anscheinend nichts. Nee, ich kann aber unsichtbar werden. Das ist toll. Ja. Die schauen beide irgendwie nicht unbedingt so schlau aus. Irgendwie müssen wir da drin dieses Rätsel lösen. Es ist nur noch ein Teil. Und den gilt es halt jetzt zu finden. Ja, aber momentan irgendwie eher ein bisschen schwierig, weil die hier beide echt dumm sind. Ja, Entschuldigung, weil nicht. Da hat sich auch noch nichts geändert. Aber wo soll ich denn jetzt noch irgendwas herbekommen? Ich
habe eigentlich so schon alles zerstört, wo was hätte rauskommen können. Das ist, ja, nicht so praktisch. Schmeißt jetzt irgendwie was Neues raus? Uiuiui. Okay, da kommt auch nichts Neues. Wo kam jetzt das Teil her? Was habe ich jetzt kaputtgeschlagen, dass die Lampe kam? Das ist merkwürdig. Aber wir können jetzt hier aufmachen. Vielleicht kriegen wir da das letzte Puzzlestück. Ein bisschen Spaß muss sein. Und los. Kann ja mal passieren, dass man da im Vorbeigehen außersehen so ein Teil ansammelt. So, dann haben wir das Raketchen. Schaut ziemlich gut aus. Und ich habe die Weasley-Kisten freigeschaltet. Auch das ist sehr gut. Und das wird ein Mordsfeuerwerk. Ändert aber nichts daran, dass die beiden ein bisschen dumm sind. Ui, arg schön. So, Feierabend, Jungs. Müsste das nicht heißen, dass dieses Schuljahr schon so gut wie vorbei ist? Und hier waren noch überall Weasley-Kisten. Hier, mit der hier zum Beispiel, kann ich doch bestimmt da hochlaufen. Echt jetzt? Nur Weasleys? Gut, Ron, es ist dein Augenblick gekommen. Endlich bist du mal zu was Nutze. Hallo, gehst du hier bitte einfach hoch? Danke. So, und die Kiste kann ich jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht aufmachen, ne? Weil ich dafür zu blöd bin. Nee, Kiste ist nicht. So, was ist hier mit der Schale? Danke, ich will hier nämlich ein bisschen Licht haben. Aber das war's schon. Blöd. Das ist, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Da hoch kommen wir immer noch nicht. Wo geht's hier hin? Ach so, jetzt kommen wir hier raus. Kann man das Ding da irgendwie... Oh, warte, Hermine. Kann jetzt da dieses Rätsel lösen und vor allem kann es immer ganz schnell. Da ist bestimmt das letzte Wappen drin. Wusste ich's doch. Als hätte ich es einfach gewusst. So, haben wir das nämlich auch. Wen bekommen wir? George. Schön. So, liebe Hermine, dann kann es jetzt da drin noch. Ich will immer noch wissen, wie das hier funktioniert. Hat einer von uns irgendwas Gelbes? Ja, der hat Gelb. Das könnte doch vielleicht... Ich meine, das ist ein gelber Pönöppel, ne? Vielleicht... Vielleicht... Nee. Wäre auch zu schön gewesen.
Schwarze Magie beherrschen wir auch nicht. Dann darf Hermine jetzt noch das Rätsel hier schnell machen. Kriege ich hin. So. Was kommt raus? Filch. Geil. Wir haben den Hausmeister. Ja, Mann. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wo uns der Geist noch so hinführt. Vielleicht können wir hier auch die Rakete zünden. Das wäre echt cool. Bis dahin einen wunderschönen Abend und ciao.